Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung. Was machen wir denn in der heutigen Sendung? In der heutigen Sendung zeigen wir euch mal, wie wir einen Deckenlüfter mit einer integrierten Lampe montieren. Das hört sich erstmal groß und schmerzvoll an. Nein, es ist nicht groß und schmerzvoll, muss man sagen, weil wir müssen dafür halt sorgen, dass kein Strom drauf liegt. Das ist ganz wichtig. Immer spannungsfrei arbeiten. Und wir werden euch zeigen, dass so ein Lüfter ein besseres Objekt sein kann gegenüber einer Klimaanlage. Viele werden jetzt sagen, oh, Klimaanlagen sind das Große. Ja und nein, es ist ein Streitthema. Weil Klimaanlagen so viel Energie verbrauchen, dass es sich eigentlich gar nicht rentiert, eine Wohnung mit einer Klimaanlage zu versorgen. Wenn ihr sowas wie eine Lagerhalle habt, ja, die könnte man im Notfall mit einer Klimaanlage versorgen. Da spricht nichts dagegen. Aber eine ganz normale Mietwohnung oder halt ein ganz normaler kleiner Businessraum oder was, den könnt ihr, wenn ihr vernünftige Lüfter habt, die vernünftig eingestellt sind in der Umdrehung, dann könnt ihr damit auch definitiv einen Raum runterkühlen. Und es ist angenehmer, wohlgemerkt, weil wir keine chemischen Sachen in den Raum reinpumpen, sondern einfach letztendlich nur die Luft umwälzen. Ja, das dauert halt ein bisschen länger wie eine Klimaanlage, wissen wir, aber es ist definitiv ökologischer. Und damit kann man dann letztendlich auch Energie sparen. Ich sage mal, Film ab, schaut es euch an und viel Spaß. Ja, wie gesagt, dort ist ein Wasserschaden gewesen, beziehungsweise der existierte Gott sei Dank ja nicht mehr. Wie gesagt, das Ding ja gewesen. Und aus diesem Grund sieht die Decke so aus. Wir beachten das Ganze jetzt erstmal nicht, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt einfach nur die Deckenlampe montieren, damit wir möglichst schnell den Lüfter montieren könne. Ja, dazu, wie gesagt, müssen wir erstmal die Grundplatte montieren, an der wir später den Lüfter aufhängen. Wie gesagt, dazu müssen wir dann dementsprechend die Kabel durch eine Öffnung führen, vorher natürlich auch hier wie üblich immer viele Schrauben lösen, aber das ist was wir hinbekommen. Nun haben wir natürlich einen Vorteil, das hatte ich euch in dem vorherigen Video nicht gesagt, wir haben hier eine sogenannte Gipskartondecke. Das heißt also einfach nur eine Gipskartonplatte, die praktisch an Holzbalken befestigt worden ist. Zu diesen Wasserschäden werden wir früher oder später nochmal kommen, denn diese Wasserschäden haben ein anderes Problem, welches sich auf, wie sagt man so schön, auf Blödheit zurückführen lässt, beziehungsweise einfach nur beratungsresistent. Ja. Ihr seht nach wie vor, dass ich immer noch meinen Traumdreher in der Hand habe. Das ist übrigens dort mein liebstes Spielzeug. Und ich schraube gerade nochmal Schrauben in die Decke, wo ich den später dann dementsprechend anschrauben werde. In diesem Fall die Grundplatte. Ja, ihr hört es, ich muss leider immer die Leiter hoch und runter klettern. Aber auch dieses ist Übungssache und gewöhnungsbedürftig. Und wenn wir ehrlich, als Handwerker bekommt man das auch nicht schnell hin.
So, viele würden jetzt sagen, ach Mensch, Roman, was hast du da wieder gemacht? Das mit der Tür, beziehungsweise das mit dem Kabel und den Löchern da drin, hätte man die nicht abdecken können. Ja, man hätte die Löcher abdecken können, ganz ehrlich gesagt. Aber in diesem Fall bot sich das dieses Mal nicht an, die Löcher abzudecken. Zumal, wie gesagt, es ist ein Wasserschaden vorhanden gewesen. Und der Kunde, der wollte einfach nur den Lüfter da montiert haben. Ihm war also das praktisch egal, ob da Löcher drin sind, beziehungsweise ob da Wasserschaden ist oder nicht. Ich montiere immer noch die Grundplatte, richte die so ein bisschen aus, damit das auch mit den Kabeln da oben dementsprechend passt. Und viele dann vielleicht auch sagen, ach Mensch, hättest ja vielleicht die Platte ein bisschen aufkratzen können, das Kabel verschieben können. Ja, das sind alles Sachen, die hätte man machen können. In diesem Fall haben wir aber diese Sachen einfach mal nicht gemacht. Hintergrund, wie gesagt, der Kunde wollte einfach nur diesen Deckenlüfter da ordnungsgemäß montiert haben. Und dementsprechend haben wir natürlich die Deckenplatte nicht angekratzt, sondern einfach nur die Grundplatte montiert. Und überall wieder mal die Schrauben. Diese Schrauben sind übrigens nochmal ganz wichtig, weil mit diesen Schrauben befestigen wir nachher das Gelenk, welches wir im ersten Video mit Hilfe der Stapels ja schon montiert haben. Jetzt sieht man es natürlich relativ schlecht, aber an der Grundplatte ist ein Haken, in dem das Gelenk nachher ist, sprich dieser Ventilator, wenn er läuft, bewegt sich natürlich und dieses Gelenk, was denn da ist, muss dann dementsprechend auch flexibel sein. Es ist natürlich immer mal ein bisschen blöd, das zu filmen, aber wir hoffen, wir kriegen das hin. Guck mal, ihr seht auch, daneben hängt ein Rauchmelder. Das ist sehr gut, dass da ein Rauchmelder hängt, denn Rauchmelder sind ja schließlich auch Pflicht. Besonders in Räumen, wo man drin schlafen kann. Und jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, der hängt zu weit im Raum drin. Nein, der hängt nicht zu weit im Raum drin. Dieser Rauchmelder hängt 50 cm von der Tür, die dort nicht zu sehen ist. Was wir aber wissen, hängt er ab. So, ja, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Ups, mit Fernbedienung sogar. Ach, rote Lampe leuchtet. Und? Wie ihr seht, er hat einen manuellen Betrieb. Natürlich auch den mit der Fernbedienung. Da ihr seht, haben wir alle Kabel miteinander verbunden. Das ist das, was ich ja in dem ersten Video sagte. Mit den Steckverbindungen. Wenn alles fertig ist, dann funktioniert das super mit den Steckverbindungen. Und oh, bläst er aber richtig kräftig. Nein, das täuscht nicht das Bild. So ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Kanal gefällt euch und dieses Video hat euch auch gefallen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen, einen Raum zu kühlen. Nicht alle Räume kann man so natürlich herrichten, weil es muss natürlich auch eine gewisse Deckenhöhe da sein. Aber wie gesagt, besorgt euch sowas. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Lüfter besorgen, den ihr auf den Fußboden stellen könnt. Finde ich aber persönlich gesehen ein bisschen unsexy. Erfüllt natürlich aber trotzdem den gleichen Effekt, denn ihr habt den ja nicht das ganze Jahr überstehen, sondern nur einen geringen Bruchteil im Jahr, meistens in den heißen Sommermonaten.
Das Schöne an so einem Deckenlüfter ist, den könnt ihr natürlich auch umstellen, wenn ihr eine Heizung habt, und könnt dafür natürlich sorgen, dass der Raum auch schneller warm wird. Also der ist nicht nur zum Kühlen, er ist auch in diesem Fall zum Wärmen da. Ich sage aber Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Euer Roman.